Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Inclement Emerald in der Nuzlocke. Wir wollen heute Arena-Kampf Nummer 3 machen und das ist wohl mit der schwierigste, habe ich so das Gefühl. Ich habe mir folgendes Team überlegt für die Elektro-Arena. Und zwar haben wir einmal Shedinja mit Shadow Ball, Shadow Sneak, Bug Bite und den Schaufler. Dann haben wir am Start unser Zorak mit Night Slash, Knockoff, U-Turn und dem Horn Clauses. Wir haben Ordoch mit Hyper Voice, Disarming Voice, Extensory, Mystic Terrain. Grabbit ist am Start mit dem klassischen Set. Scharfax ist am Start, ja. Mal schauen, ob wir mit dem irgendwas machen können. Und Manectric ist auch am Start. Und ja, ich würde sagen, wir setzen einfach mal Audino als letzte Stelle ein, damit sich Enderman als Audino tarnt. Und gehen rein in den Kampf. Ich habe Angst. Mein Plan ist so ein bisschen zu schauen, wie sich das, das Shedinja trappen, also inwiefern sich das trappen lässt. Gut, er beginnt mit einem Galvantula. Das Problem bei Galvantula ist, dass keinen Tiefschlag haben. Wenn das Ding einen Tiefschlag hat, dann wird er das jetzt einsetzen. Wenn er keinen Tiefschlag hat, dann wird er jetzt auswechseln auf ein Pokémon, was eine sehr effektive Attacke hat. So. Ich aber greife wahrscheinlich an. Oder ich wechsle aus. Jetzt gedacht. Die Frage ist nur, wenn er Tiefschlag einsetzt, würde ich in Enderman gehen. In Enderman oder in Ordino. Wenn er wechselt, weiß ich ja nicht in was. Das könnte er haben. Er will Votenso haben, Votenso kann Safe Flammenwurf oder so ein Shit. Er wird vielleicht einen Landschorn haben, kann ich mir vorstellen. Das könnte er noch haben. Elevoltaik vielleicht. Zapplerang vielleicht. So, das sind die Pokémon, die ich mir gut vorstellen kann, die er haben könnte. Ich glaube, ich wechsle nicht aus und gehe das Risiko ein. Was er auch machen könnte, ist zum Beispiel. Okay, er wechselt. Ist Klebernetz legen, aber er wechselt. Er geht raus auf Rotom in der Rasenmeerform. Okay. Das war ein nicer Critical Hit. Wir könnten jetzt rausgehen auf Leo, um den mit Funkenflug rauszunehmen. Warte, wird jetzt entweder eine Geist-Attacke kommen oder eine Unhit? Ich weiß gar nicht, was kann das denn für eine Unhit-Attacke? Vielleicht sowas wie Spukball kommt jetzt, ne? Könnten wir auch auf den Hasen rausgehen. Oder auf Ordino können wir auch rausgehen. Aber ich habe Angst, dass irgendwie so ein Scheiß kommt wie, weiß ich nicht, Toxic oder so ein Kack. Denn ich habe nämlich auch bei Leo, meine ich, dass ich hier die Patcher-Berry drauf habe, also die Anti-Gift-Beere. Wisst ihr was? Wir gehen raus auf Leo. Ihr solltet den auch outspeeden. Leo ist sowieso eigentlich nur da, um... Okay, greift einfach an. Boah, das macht ganz schön viel Schaden. Um potenziell Elektro-Attacken rauszunehmen. Also abzufangen durch Lightning Rod. So, das muss killen. Das killt auch. Perfekt. Das war's mit Rotom. So, wer kommt rein? Es kommt... Galvantula kommt wieder rein. Das ist perfekt für uns. Weil dann können wir wieder rausgehen auf Shedinja und können wieder... Shadow Ballen. Und kriegen wieder Freeze-Schaden raus. Weil er kann nichts machen gegen uns. Wir können wieder Shadow Ballen. So, wer kommt rein? Manager kommt rein, ja. Der ist auf Level 40. Ach du Scheiße. Das heißt, der ist einfach auf Level 40, der Junge. Der kleine Cheater. So, es wird jetzt ein Flammenwurf kommen. Ich würde sagen, dafür habe ich es mitgenommen. Für Manager nehmen wir uns unser Audino rein. Der soll den Jungen einfach nur wegtanken. Flammenwurf ist kein Step. Audino ist einfach eine geile Sau. Boah, das macht viel zu viel Schaden, ne? Wir gehen auf Hyper Voice. Aurora Beam kann das Ding. Aber das ist kein Step. Ist noch schwächer, glaube ich, als Flammenwurf. Kriegt zwar einen Attack Drop, aber das ist mir egal. Wir kriegen eine Hyper Voice raus. Und das killt fast. So. Citrus Berry. Und ein Voice Switch. Ja. Den leben wir aber noch. Wer kommt rein? Es kommt wieder Galvantula rein und das ist wieder gut für uns, weil dann können wir wieder rausgehen auf unser Shedinja. Dieses Shedinja darf nicht sterben. Galvantula darf eigentlich nicht sterben. Weil dieses Shedinja kann alles wegscouten, was der hat.
So, Manatech, wenn er jetzt Manatech wieder reinholt, ist ist Voltenso tot. Und er holt Manatech wieder rein, das heißt, der Junge stirbt einfach. Das heißt, er hat ein Pokémon potenziell weniger, was eine effektive Attacke gegen uns hat. So, wer kommt jetzt rein? Noch vier Pokémon. Hat er nichts mehr gegen Shedinja? Hat der Junge nichts mehr gegen Shedinja? Sonst würde er was rein, was der wirklich. LOL! Er hat nichts mehr gegen Shedinja. Wir können ja einfach durchsweepen, oder wie? Hä? Ich sag dir so, wie es ist, ne? Shedinja ist eins der besten Pokémon für sowas. Gerade gegen KI-Kacke. LOL. Der hat zwei Pokémon gehabt. Hex und Flammenwurf. Ja, ich würde sagen, wir haben den Arena-Kampf dann ja relativ easy bekommen, oder? Was ist denn für Pokémon noch? Magneton. Ja, moin. Electric Terrain, okay. Kann mir nicht egal sein, ne? Es ist so wild, dass er einfach nichts Effektives mehr hat. Oh, nice, der Crit. Wild. Das ist wild. Und unser letztes Pokémon. Raichu. Alola Raichu hat er sogar noch. Uiuiuiui. Ja. Ich würde sagen, das war ein sehr, sehr, sehr. Also, das war. Der Kampf hätte, glaube ich, richtig gefährlich sein können. Aber wir haben es gut gemeistert. Wir haben Watson besiegt. Tschüss. Damit habe ich jetzt. Also, das ist. Also, dass Shedinja ein Game Changer sein kann. Das wussten wir ja schon aus der zweiten Arena auch. Aber, also wirklich, sag mal, Raichu in your poke enough. Smashing any rocks in your way. Ah, cool. Aber, dass wir das so easy kriegen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Krasser Scheiß. White Switch kriegen wir. Cool. Kann ich gehen? Wild. Absolut wild. Ja. Ich habe jetzt wieder Starmie reingepackt. Genauso wie ich Electros reingepackt habe und Tangulus reingepackt habe. Rausgegangen sind dafür Shedinja, Grabbit und Manatrick. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Typenvariation drin. Und können gleich hier weitermachen mit einem Doppelkampf. Okay, dann würde ich sagen, rein in den Doppelkampf. Puh. Also, dass wir das so easy geschafft haben. Ich bin immer noch ein bisschen. Ne? So. Das hätte ich jetzt halt echt nicht gedacht. Aber, ich sag dazu nicht nein. Ach so, kacke. Level 36er Pokémon in hier. Ja. Können das Sandama mal Brian und Ultrigari mal Fake outen. Das killt fast. Schade. Das hat eine Kreuzschere. Aua. Okay, wir waren aber schneller. Das heißt, wir gehen auf Brian und auf Aircutter. Und das muss sterben. Das ist total dumm, ne? Wenn der jetzt Aircutter nicht killt und der das Ultrigari jetzt einfach auf meinen Patrick geht, ist Patrick tot. Okay. Total dumm schon wieder. Total dumm gespielt. Aber naja. Wir haben es geschafft. 35 für Patrick. Was kommt da jetzt rein? Ein Sich. Ach du Scheiße. Sichlor müssen wir jetzt beide auswechseln. Ja, okay. Wir müssen eh beide auswechseln. Ach du Kacke. Was mache ich gegen euch beiden denn?
I guess Zeus und Audino. Ich muss mal keinen Schutz angegeben, fällt mir gerade auf. Also, das ist echt eine beschissene Kombi. Akrobatics, ja, gut. Das versisst mir gut. Okay, dieses Dings muss ganz schnell weg. Thunderbolt und Hyper Voice. Dieses Sichtbar muss da ganz schnell verschwinden. Das macht mir Angst. Verschwinde! Boah, sauberer One-Hit. Sauberer One-Hit. Sehr schön. Zack. Das macht actually nicht so viel. Aber es ist jetzt nur noch dieses Jump-Up da, das heißt, das sollten wir auch relativ easy hinkriegen. Wir gehen auf den Wall-Switch und Hyper-Voicen. Kriegen sie auch nochmal die Flink-Klaue. Sehr schön. Da wird nochmal geleadshieldet auf das andere Vieh. Ich glaube, Wall-Switch geht auch nicht ganz, ne? Ah, doch. Dann habe ich nichts gesagt. Wir haben diesen Kampf erfolgreich überstanden. So, gegen die Siegers möchte ich mich auf jeden Fall nicht anlegen. Da ist auf jeden Fall nichts, ne? Habe ich gar keinen Bock. Hier, das skippen wir auch mal. Das ist, ne? Welche Sieger skippen kann, dann skippe ich die Siegers auch. Was ist, geht hier ab? Stop goofing around and get back hit. What the fuck? Was geht hier ab? I'm trying to see that my chance is escape. Please, your God, help me get it back. I will make it worth to you while it can bring black to me. I will get all the nurse to give you an extra dose. What? Was labert der? Was labert die? Good luck. Aha. Na gut. Raichu, smash mal hier die Zerstummer-Dinger hier weg. Danke. Oh! Oh, wir haben noch einen Encounter auf der Route, ne? Oh, wir kriegen Gearrock. Ja, weiß ich nicht. Ist gut für die nächsten Orden, ne? Ja, gut, dann nehmen wir ihn mit. Oh, die Reporter, ne? Wenn ich die da schon wieder sehe. Wir wechseln mal. Machen wir das mal so und so, würde ich sagen. Und gehen hier mal rein in den Reporterkampf. Das bin ich auch mal gespannt, wie das wird. Loudred und Magneton, ja. Gut, wir gehen auf einmal auf Hyper Voice und auf ein Brick Break auf Magneton. Mirror Shot, wir sind da keine Fee. Das haben wir mittlerweile gelernt. Ich dachte mal, dass das Ding auch schon Fee ist, aber nein, ist es nicht. So, das wird ordentlich böllern. Oh, was im Auge, perfekt. Und die Hyper Voice noch hinterher. Zack, das war's mit Magneton. Sehr schön. Ach ja, der Soundproof, ne? Der hat ja Soundproof. Level 40 für Audino, Level 39 für Zeus. Und da kommt Uproar. Ja, aber gut, es ist ein 2 gegen 1. Jetzt sollten wir das auch schaffen. Ein Tromborg. Was kann Tromborg? Ich habe nichts, was mich gerade so übelst gefährlich macht. Tromborg ist ein cooles Pokémon. Sehr schön, wir machen gut Schaden. Er hat natürlich eine Beere. Ja. Natürlich haben die jetzt auch die Random Trainer schon Bären. Ich kann kotzen. Hornleech kommt. Das ist, I guess, okay für mich. Wenn das sein bester Move ist, dann, ja. Soll das euch einsetzen? Aber jetzt, glaube ich, killen wir nicht, ne? Wegen Zitrusbeere und Hornleech. Das ist sehr nervig. Nee, nicht Will-O-Wisp. Das muss doch jetzt nicht eher sein. Das muss wirklich nicht sein. So, Aircutter, weg mit dem. Können wir jetzt auch noch punchen? Azumarill, mhm. Das ist nicht viel besser. Gehen wir mal auf Zeus.
Okay, das Ding muss schnell weg. Ja, aber das sollte auch schnell weg sein. So, wir könnten noch nicht in die Wüste, ne? Ne, wir können noch nicht in die Wüste. Schade eigentlich. Route 112. Hier haben wir auch noch ein neues Pokémon zum Encountern. Ich will ein bisschen mit Dentist kämpfen, auch wenn das natürlich sehr gefährlich sein kann, aber... Probieren wir die mal studieren. Fangen uns hier gleich noch ein Pokémon. Einsatz 10, ja, hat er einfach. Ach du Scheiße. Ja. Wir gehen mal auf den Drainclaw. Wir haben Evoliten, also die sollten einiges leben. Machen noch gut Schaden. Nee. Nerv mich doch nicht. Bro. Kommt eher die Giftattacke, ne? Es kommt ja eher die Giftattacke. Ich glaube, mit Element sollten wir auch speeden. P-Jab kommt. Mhm. Wow. Das war viel Schaden. Ja, wir Night Slashen. Das war's mit Satzeni ja schon mal. Den ist 39, sehr schön. Achso, der hat ein Pokémon. Na gut. Gut, dann wollen wir mal schauen, was uns hier erwartet für ein Pokémon. Und zwar, unser Encounter für die Route ist ein Kamaub. Und den wollte ich auch haben. Den wollte ich auch haben. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen. Hat der, wenn ich jetzt, ne, wegen und so... Ja, kann Skiforce so haben. Dann fangen wir ihn ohne Dream Ball. So, Schlotberg-Trainer. Ich habe jetzt immer noch Dents vorne. Eigentlich wollte ich vielleicht Tangles oder so da vorne packen. Was mir aufgefallen ist, wir haben... Ja, doch, wir haben Starmie, ne? Gut, ja, doch, wir haben Starmie. Der hat 4 Pokémon. Leco mio. Oh Gott. Okay, wir haben Moldberg, das heißt, Robust halt wirklich, aber ich hoffe, wir werden eh nicht one-hitten. Das ist wahrscheinlich... Ja, das war... Aber wir haben Evolit. Wir haben Evolit und wir sind auf... Komm schon. Komm schon. Danke. Oh mein Gott. Können sich jetzt nicht alle in die Luft sprengen? Das wäre ja so lame. Ey, das war wirklich lame, wenn die jetzt hier alle in die Luft springen. Okay, wisst ihr was? Wir gehen raus auf Ordino. Wir gehen raus auf Ordino, der sollte auch alles gut wegtanken. Hä? Hä? Fuck. Was war jetzt das? Da kommt die nächste Explosion. Guck mal, wie die das aushalten, oder wie, ne? Krasser Shit. Ey, ein Alola Gravelair, okay. Die wieder auswechseln? Ey, ich verstehe die nicht. Ich verstehe sie nicht. Warum wechseln die immer hin und her? What? Der hat hier einfach ein Stalobor? Willst du mich flachsen? Wir gehen raus auf Zeus, weil wenn er jetzt in Bohrentag kommt, dann haben wir immer einen guten Switch hin. Yep. Und Big Dragon. Rockside ist Non-Step. Das sollten wir gut leben. Boah, das macht immer noch 40, 30 Schaden, ne? Und wir killen dich mal. Das ist ultra frustrierend. Oh, nee, ne. Hör auf. Okay. Das war's schon mal mit Extra Drill. Müsste hier 41, sehr schön. Und es kommt ein Crustle rein. Okay. Wir dürften schneller sein und deswegen gehen wir auf den Voidswechsel. Ich weiß halt nur, in was gehen wir rein. I guess in Ordino. Ich würde sagen, wir gehen in Ordino raus. Rock Blast. Ach so. Das ist Felswurf. Ich habe was mit Felswerfer verstanden. Verwechselt, meine ich.
Lol. So, Disarming Voice könnte reichen. Das macht ja gar nichts. Ja, aber ich denke, das ist, sollten wir aus, ne? Das sollen wir jetzt meistern. Aber Dicker, hör auf damit! Ey, dieses Spiel will aber auch alles schon wieder, dass ich irgendwie was verliere, ne? Es ist so frech. Ja, Dentis geht wie genau voraus. Dentis soll auch speeden und dann sollten wir den killen. Die Scheißkrabbe, ne? Du Kackvieh. Du Kackvieh. Ja, guck mal, wie wir das erleben. Dragonclaw und weg mit dem. Boah. Dieses Spiel, ey. So, Encounter im feurigen Pfad. Here we go, komm. Gib mir was. Gib mir was. Gib mir was. Und zwar ein Smogon. Okay. Nehme ich mit. So, hier haben wir auch noch einen Doppelkampf. Hier dürfen wir natürlich keine Pokémon fangen. Das ist nämlich die Seeroute, wie noch vor der... vor dem vorigen Part. Den Doppelkampf hier also auch noch machen. Geil. Rein da. Ich weiß gar nicht. Dum, dum. Okay, Makago und Cherub. Das ist schon mal nicht so geil. Ich glaube, wir gehen erstmal auf das Makago. Doch wir U-Turn raus. Können auch raus U-Turn. Dann U-Turn wir raus. Doch, ja. Oh, du bist ein Feuer-Pokémon im Spiel. Das, weiß nicht, ob mir das so gefallen sollte. Gehen auf auch noch. Sunny Day. Okay, wir machen immerhin 50% Weak Armor kommt. Finde ich jetzt auch nicht so klasse. Antikraft. Okay, kein Onlus. So, wie kriegen wir jetzt dieses beschissene Sherrim weg? Oder wir. Okay, wir haben zwei Pokémon. Wir müssen eigentlich dieses. Ja doch, wir können aber so angreifen, I guess. Solar Beam? Aber das besitze ich. Ja. Okay. So, der ist weg. Besser ist es. Nee, er mag brauchst du nicht. Oh Gott. Ach. Oh, die auf 42 schon, sehr schön. Wir machen so eine Hyper Voice. Na, gar nichts. So, wer kommt rein? Tai fucking Flosion in der Sonne. Gut, dann müssen wir jetzt rausgehen auf Zeus, ne? Linkklau ist poppen, sehr schön. Boah, das macht so wenig Schaden. Das wird Aua machen. Digga, was? Bin ich aber tot? Ja, ich bin aber tot. Cool. Ja, ich bin echt durch. Ich weiß auch nicht, was ich da jetzt reinwerfen soll, ne? Alter, das ist ja wieder richtig dumm. Das ist ja wieder richtig dumm. Das ist einfach nur dumm. Ein Fake Out in das Ding. Ja, wir müssen es weiter. Oh, keine Ahnung, ey. Ich weiß doch auch nicht. Scherren wir schon mal weg. Sonne ist auch noch da, ja, das gefällt mir gar nicht. Megane kommt rein, ach du Kacke. Der ist doch safe in 4 hier in dem Game.
Ja, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Erkattern auf jeden Fall beide. Das macht gar nichts, ne? Wir müssen jetzt hier Mr. Eichel auch opfern. Was soll ich da reinwerfen? Ich kann da nichts reinwerfen. Wie Fleck kommt, ja. Aber Typhlosion ist down. Ey, dieses Spiel, ne? Boah, fuck, Alter. Sword Dance. Nee, lass mal. Lassen Sie es mal. Ja, Patrick muss jetzt regeln. Patrick und Audino. Psybeam und Hyper Voice. Let's go. Let's go! Gut, wir müssen uns noch 2 Punkte verabschieden. Ja, ich bin ehrlich, ich wusste aber auch nicht, was ich machen soll. Also ich hatte keinen Feuerswitch in da rein, der das gut leben sollte. Somit ist Tangulus und Electros beide tot. Unser viertes Punkt, was sie wegstirbt. Geil. Ich schaue beim nächsten Mal wieder, was ich mit reinnehme. Wahrscheinlich nehme ich von Tensorfilm mit rein. Und ja, wir schauen uns mal die Pokémon an, die wir gefangen haben. Wir haben einmal Graveler mit einem richtig beschissenen Wesen. Danke dafür. Kamaup, ja, cool. Hat wenigstens die richtige Fähigkeit. Ne, hat's nicht. Okay, das müssen wir ändern. Und Smogon. Naturgas, jetzt okay. Naja. Ich will sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Etwas kürzere Folge heute mal wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich trotzdem sehr gerne über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Inklement Emerald. Bis dann und ciao, Leute.